Was passiert da eigentlich an den Aktienmärkten? Ist das nur eine Korrektur und dann geht es wieder bergauf? Oder ist das doch etwas mehr? Ist das vielleicht ein Beleg dafür, dass das, was wir gesehen haben, nur eine Bärenmarkt-Rallye war? Diese Euphorie, getrieben von KI, getrieben von Liquidität, zunächst mal im Gefolge der Bankenkrise durch die Fed, getrieben durch eine bärische Stimmung, die im letzten Herbst der Fall war und dann viele auf dem falschen Fuß erwischt hat. Viele Profi-Investoren mussten sich dann investieren, mussten dieser Rallye hinterherlaufen, denn wenn du dir als Vermögensverwalter eins nicht leisten kannst, dann, wenn die Aktienmärkte steigen, irgendwie nicht dabei zu sein. Das gilt eben auch für die KI-Euphorie. Wenn gefragt wird, warst du nicht in Nvidia drin, dann sagen alle, meine Fresse, das geht doch nicht, du musst doch da mit dabei gewesen sein. Also waren auch alle dabei, aber vielleicht ist jetzt Game Over und das wird von einer Sache abhängen, dazu gleich mehr im Video. Schauen wir uns zunächst mal die Dinge an, wie sie derzeit stehen. Wir haben jetzt 4% verloren im August in den ersten 12 Handelstagen. Das ist der 8. schlechteste Start in einem August seit 1953 und der schlechteste Auguststart seit dem Jahr 2011. Also seit 12 Jahren. Damals der Index 7,7% gefallen. Dann ist er wieder gestiegen. Im letzten Jahr, also 22, hatten wir ja auch eine Rallye von Juni bis August. Da waren wir in den ersten 12 Handelstagen 4,2% gestiegen. Damals hat dann Jerome Powell in Jackson Hole ein bisschen auf die Trommel gehauen und gesagt, diese Rallye passt mir nicht, wir werden mit den Zinsen ernst machen. Daraufhin war diese Rallye bis Oktober vorbei. Und was hat jetzt diese 4% Korrektur im August ausgelöst? Vorwiegend zwei Faktoren. Erstens Kapitalmarktzinsen, also die Renditen für das Staatsanleihen, und eben auch die Sorge über China, dazu gleich mehr, nämlich zu China. Jetzt hier eine Dame, die ich sehr schätze, die oft bei CNBC auftritt, nämlich Anastasia Amoroso von iCapital. Die sagt also, wir haben jetzt maßgebliche Unterstützungen gebrochen, maßgebliche gleitende Durchschnitte gebrochen. Wir werden von hier aus um und bei noch 3% fallen. Dann könnte da kurzfristig im Mindesten, wenn nicht sogar langfristig, ein Boden gefunden worden sein. Und diese 3% würden korrespondieren im S&P 500 etwa mit dieser Zone so 4.300 Punkte. Das ist in etwa das Hoch, das wir im August 2022 dann nochmal gesehen hatten. Wie gesagt, dann kam Jerome Powell und das wurde dann etwas weniger hübsch zwischenzeitlich. Also das ist natürlich ein wichtiges Auffangbecken, diese 4.300er Zone. Aber wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen, dann sehen wir unten im MACD, da kreuzt sich das sehr, sehr unschön. Das haben wir lange nicht gehabt, eigentlich seit diese Rallye begonnen hat. Im Oktober haben wir das nicht gehabt. Wir sehen, da ist praktisch schon ein bisschen etwas kaputt. Das sehen wir dann auch im täglichen Chart. Da ist diese Aufwärtstrendlinie zunächst mal gebrochen. Unten sehen wir im MACD schon ziemlich überverkauft, aber noch keine Drehung nach oben im MACD. Also noch ist das Momentum nicht da. Und damit da mal eine technische Gegenbewegung kommen wird. Und wir haben zudem die VIX-Saisonalität, die auch in diesem Jahr relativ gut passt. Hier dieses Jahr rot. Hier sehen wir, das ist doch ziemlich kongruent und würde bedeuten, dass die Volatilität weiter ansteigt, was tendenziell heißt, weiter fallende Kurse oder bedeuten würde, wenn es denn so käme. Ich versuche mich vorsichtig auszudrücken. Und hier sehen wir mal einen super interessanten Chart aus meiner Sicht, nämlich den S&P 500 in Relation zur Geldmenge M2. Und wir wissen ja, die Geldmenge ist gefallen gewesen. Die ist rückläufig im Vergleich zum Vorjahr und zwar ziemlich deutlich und zwar so, wie wir es noch nie gesehen hatten. Und wir sehen, dass diese Relation zwischen S&P 500, also den Aktienmärkten, wenn man so will, und der Geldmenge immer an einem bestimmten Niveau dann toppt. Das war in Corona so, das war zuletzt Fed Tightening so, das war jetzt so und das war auch bei der Hausblase so, also kurz vor der Financial Crisis. Hochinteressanter Chart, wie ich finde. Also das hat mit Liquidität zu tun, das hat mit Bewertungen zu tun in Relation zum verfügbaren Geld und wir sehen, die Stimmung hat sich schon bei den Investoren ein bisschen eingetrübt. Für den Greed Index jetzt neutral aus der Gier raus. Wir waren wochenlang in einem Gier oder sogar extremer Gier.
Bereiche gewesen. Wir sehen jetzt, dass die Privatinvestoren nur noch zu 35% bullisch sind. Letzte Woche noch 44, davor 48. Wir sehen, dass jetzt die Bullen zwar noch das leicht größte Camp sind, aber die Neutralen und die Bären haben fast hier aufgeschlossen. Wir sehen jetzt unten die NAAIM-Number, also praktisch Vermögensverwalter, Investitionsgrad ist jetzt auf 59,87% gefallen, Vorwoche 65, davor 78, davor nämlich 26. Juli 101,82, also da hat man ein paar Chips offenkundig vom Tisch genommen und das sehen wir, dass sich da irgendwas verändert hat. Gruppen 6 hat ja gesagt, da ist etwas anders, es ist plötzlich jetzt ein Putschspiel, kein Callspiel mehr und diese Optionen werden ja immer wichtiger. Optionen stehen für mehr als die Hälfte des Umsatzes im S&P 500 oder über Optionen wird da mehr als die Hälfte bewegt. Gestern hatten wir die höchste Put-Call-Ratio, mehr Puts als Calls, höchste Stand seit März und wir haben eben bei den Optionsdealern, und das ist wichtig, weil morgen ja kleiner Verfall ist, bei Optionen haben wir eine deutliche Short-Gamma-Position. Das bedeutet, dass die Market Maker vielleicht sogar noch mehr verkaufen werden. Und das ist sozusagen dieses Mechanische, was an den Märkten jetzt auch durch diese Optionen reingekommen ist. Gehen die Märkte nach oben, müssen sich die Market Maker die Optionen an den Mann bringen, absichern, kaufen das Underlying, wenn es long geht, wenn viele Calls gekauft werden, oder sie verkaufen das Underlying. Und vielleicht jetzt für die Bullen relevant oder für diejenigen, die sagen, ah, wo kommt dieser Bounce jetzt mal her? Wir haben ja morgen den Verfall der Optionen und das bedeutet, da werden dann viele Absicherungen möglicherweise, die derzeit noch Verkaufspositionen sind, der Market Maker dann vielleicht überflüssig. Wir werden sehen. Aber wichtig ist jetzt diese 4400er Marke beim S&P 500, dem Leitindex. Da waren wir heute knapp drunter. Hangeln uns da so an dieser Marke entlang. Warum? Wir sehen hier, das ist der größte orangene Balken, den Sie hier sehen. Da ist also richtig Interesse. Da ist eine Put-Wall, wie es hier heißt. Und wenn wir da drunter fallen, ein bisschen nachhaltiger drunter fallen, dann müssten die Market Maker noch mehr verkaufen, weil sie sich dann praktisch absichern müssen, denn diese 4400er Puts, die würden dann ins Geld gehen. Das ist für die Market Maker gefährlich, also sichert man sich dann ab, indem man das Underlying, in dem Fall den S&P 500 Future zum Beispiel, verkauft. Das jetzt mal zur Mechanik. Jetzt mal zum übergeordneten Bild und der Frage, ist das nur eine Korrektur oder ist das mehr? Ist das sozusagen das Ende einer Bärenmarkt-Rallye? Hier sehen wir mal Leading Economic Index, also die Frühindikatoren, minus 0,4%. Wir sind jetzt 16 Monate in Folge negativ sind also diese Frühindikatoren gefallen. Das gab es zuletzt 2007, 2008, also Finanzkrise. Man erwartet jetzt seitens des Conference Board, dass diese Daten ermittelt, eine kurze und shallow Recession, sogar jetzt schon Ende diesen Jahres und im ersten Quartal 2024 und das, obwohl wir etwa Atlanta Fed GDP Tracker bei 5,8% Wirtschaftswachstum im dritten Quartal haben. Mal sehen, ob das eintritt, aber wenn wir nochmal zu den Frühindikatoren kommen, dann sehen wir, normalerweise laufen diese Frühindikatoren und die Aktienmärkte hier in Gestalt des S&P 500 parallel. Das hat sich zuletzt entkoppelt. Frühindikatoren fallen weiter. S&P 500 ist gestiegen. Ein Punkt dafür ist Bankenkrise. Das hat das Bewusstsein geändert. Ja, die Fed wird uns notfalls ausbailen, wird notfalls die Zinsen senken müssen und so weiter und so fort. Also kaufen wir mal Aktien, weil eben diese Zinssenkungen kommen werden. Aber normal ist das nicht. Wenn also jetzt sozusagen die Frühindikatoren, die die reale Wirtschaft ein Stück weit abbilden oder das, was zu erwarten ist, was kommt, wenn das sich bewahrheitet, dann könnte es für die Aktienmärkte ein bisschen eng werden. Und wir hatten heute zum Beispiel den Philadelphia Fed Index, der in der Headline besser war als erwartet. Aber man teilt hier auf zwischen Future Activity und Current Activity und die Current Activity ist nach oben gegangen, aber die Future Activity ist nach unten gegangen. Also Future Activity ist zum Beispiel das, was in der Pipeline zu erwarten ist an neuen Aufträgen etwa. Also hier sehen wir, das schwächt sich ab und ein zentraler Faktor
warum die Aktienmärkte insgesamt ja gut gelaufen sind, vor allem seit Corona bis auf das Jahr, weitgehend das Jahr 2022, ist, dass die Corona-Ersparnisse eben vorhanden waren. Die Leute haben weniger konsumiert einerseits und sie haben dann auf der anderen Seite noch Helikopterschecks bekommen und so weiter und so fort, mussten die Studentenkredite nicht zurückzahlen. Das wurde ausgesetzt, aber jetzt sagt die Fed im gestrigen Protokoll, das ist jetzt verkonsumiert, damit fällt die Stütze für den Konsum weg. Das dürften wir dann auch mit der beginnenden Rückzahlung der Student Loans, der Studentenkredite ab 1. Oktober dann auch deutlicher sehen. Und wir sehen jetzt schon, dass etwa bei neu herausgegebenen Kreditkarten die Delinquency Rate deutlich angestiegen ist. Jetzt praktisch die Vor-Corona-Niveaus überschritten hat, 7,2%, also praktisch Zahlungsverzug. In der Regel sind das 30 Tage. Die Leute sozusagen die ganze Geschichte nicht bedienen. Und wenn wir jetzt mal zum Anleihenmarkt kommen, dann haben wir nicht nur steigende Kapitalmarktzinsen, sondern wir haben jetzt einen sogenannten Bear Steepener bei den Anleihenmärkten. Wir sehen also, dass die Zinskurve sich jetzt verflacht. Die zweijährige und die zehnjährige Anleihe hier etwa, da ist die Invertierung der Zinskurve wird immer geringer, wenn die positiv wird. Da ist noch ein ganzes Stück zu gehen. Und dann würde das bedeuten, the recession is here, also dann tritt die Rezession ein. Was wissen Bonds, fragt hier Lawrence McDonald, und ich glaube, die Bonds wissen mehr als die Aktienmärkte, die nach wie vor sehr, sehr teuer sind in allen Kategorien, wenn man sich den S&P 500 mal anschaut, der natürlich maßgeblich getrieben wurde durch die großen Tech-Aktien. Sind wir teuer, vor allem natürlich S&P 500 Marktkapitalisierung zu BIP etwa extrem teuer. In allen Kategorien sind wir nicht billig zumindest, sondern eher teuer. Das wiederum liegt eben an diesen großen Tech-Aktien, die praktisch die Gesamtbewertung natürlich nach oben gezogen haben, während viele Aktien gar nicht so hoch bewertet sind, die allermeisten sogar gar nicht so hoch bewertet sind in den USA. Also, so schlägt hier ein Twitter-Kommentar vor, was kann man tun? Entweder die Allokation in US-Aktien reduzieren oder man sagt, ich kaufe zum Beispiel den Equal Weight S&P 500, also den Index, in dem alle dann gleichgewichtet sind, alle Aktien, und nicht diese Dominanz der großen Tech-Player besteht. Hier haben wir nochmal diesen ersten Belastungsfaktor für die Märkte, nämlich die Kapitalmarktzinsen, 10-jährige Staatsanleihe über 4,3% heute gestiegen. Dazu beigetragen hat heute Nacht eine miserable Auktion von 20-jährigen japanischen Staatsanleihen. Hier war die Nachfrage so gering wie seit 1987 nicht mehr, und das ist ja schon ein paar Tage her. Das heißt, die Anleger auch in Japan, die wollen jetzt höhere Renditen sehen, wenn sie denn Anleihen kaufen. Das hat die Rendite ziemlich stark nach oben getrieben. Das hat dann auf die globalen Anleihenmärkte dann auch mit ausgestrahlt. Wir sind jetzt so hoch bei den Kapitalmarktzinsen wie seit 15 Jahren nicht mehr, und damit ist eine Alternative da. There is an alternative. Tina ist tot. Das sehen wir etwa bei 3 Monaten. Heute wurde eine solche an den Markt gebracht, und hier sehen wir mal die Nachfrage etwa von Privatanlegern, die ist skyrocketing, die geht also deutlich nach oben. Du kriegst über 5% auf safe deine Zinsen. Was du jetzt im Aktienmarkt, im aktuellen Umfeld bekommst, das weißt du nicht, da kannst du vielleicht sogar auch verlieren, wenn du dich jetzt engagierst oder etwa seit Anfang August engagiert hast, dann hast du in der Regel auch verloren. Also, wir sehen, diese Alternative ist da. Mehr und mehr Geld fließt jetzt in diese Geschichten, in diese Anleihen. Damit wird natürlich den Aktienmärkten Geld entzogen. Es ist eine Liquiditätskonkurrenz, könnte man sagen. Und hier sehen wir, das hatte ich schon öfter gezeigt, diese massive Divergenz zwischen den Anleiherenditen TLT und den Nasdaq. Also praktisch diese Entkoppelung der Tech-Aktien vor allem von den Anleiherenditen, die jetzt scheinbar so ein bisschen zu Ende ist. Der Nasdaq reagiert sehr stark jetzt wieder auf die Anleiherenditen. Und wenn wir insgesamt uns mal anschauen, diese Situation an den Märkten, dann sehen wir, dass letztendlich wir eine bärische Divergenz haben, auch zwischen dem Index, den S&P, der hat ein höheres Hoch gemacht, aber wir haben ein tieferes Hoch, was die Aktien betrifft, die ihren 200-Tages-Durchschnitt überschreiten konnten. Also da ist die Struktur nicht so ganz in Ordnung, und wie gesagt, aus meiner Sicht wird es darauf ankommen, ob wir jetzt mehr als nur eine Korrektur sehen, ob eine Rezession kommt und wie heftig die wird, wenn der Konsum jetzt einbricht aus vielerlei Gründen, wenn die Frühindikatoren recht haben, wenn sich die Schwäche aus China praktisch dann und auch in Europa, wenn sich das auch mal auf die USA übertragen wird, weil die Konsumenten jetzt nicht mehr sozusagen diese Ersparnisse haben, weil die Biden-Regierung, die auch massiv Liquidität erzeugt hat, auf
Kaufpumpe nicht mehr pumpen kann, weil jetzt eben die Renditen so hoch sind und dann schon die erste Ratingabstufung da ist. Also das wird alles viel, viel schwieriger. Helikopter-Schecks wird es jetzt auch absehbar nicht mehr geben, zumal eben die Risikoprämie für Aktien, auch dieser Chart, den will ich immer und muss ich immer zeigen, weil er etwas zum Ausdruck bringt, nämlich die 10-jährige Treasury-Rendite ist jetzt praktisch auf dem Niveau dessen, was die Earnings Yield im S&P 500 der Fall ist. Das heißt, die Risikoprämie für Aktien ist so gering wie seit im Grunde 20 Jahren nicht mehr. Ich werde also für mein Risiko nicht so wirklich entlohnt. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zu China. Die Immobilienkrise ist in China wohl viel schlimmer, als die offiziellen Daten es zeigen. Nämlich, wenn man sich mal die Daten von privaten Firmen in Immobilienfirmen in China anschaut, hochinteressant, dazu gleich mehr. Wir sehen, dass China jetzt die staatlichen Banken angewiesen hat, kauft Yuan, stützt den Yuan, verkauft Dollars. Das ist mehrfach passiert. Hier sehen wir mal, weil man die Kontrolle verloren hat zwischen dem Fixing, also dem festgelegten Wechselkurs der Notenbank, der chinesischen Notenbank, und dem Offshore-Markt in Hongkong. Da wurde der Yuan immer weiter abgewertet. Das wurde jetzt den Autoritäten ein bisschen too much in Peking. Also versucht man hier zu intervenieren und versucht hier die Dinge ein bisschen zu deeskalieren. Das wird dauerhaft nicht gelingen. Dauerhaft gelingt auch das in China wohl nicht. Die Wirtschaftspolitik von Xi Jinping ist eine Katastrophe und die BIP-Zahlen, das legt etwa die Stromproduktion nahe, ist nach oben gefaked, die Daten sind wahrscheinlich nach oben manipuliert. Wenn man sich mal einfach so ein paar triviale Dinge anschaut, wie Stromproduktion, hält das Schritt etwa mit dem BIP? Die Antwort ist nein. Hochinteressant, erste Empfehlung als Artikel. Zweite Empfehlung ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Private Daten zeigen, die Lage der Immobilienmärkte in China ist viel schlimmer als offiziell verkündet. Da der Beleg in diesem Artikel hochinteressant, ebenfalls zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, die Rentenversicherung hat heute wieder eine super erfreuliche Lage gemeldet, die faktisch natürlich nicht der Fall ist. Da werden wir ein weiteres Mal, wie jeden Monat, immer wieder an der Nase rumgeführt. Ist doch alles super, die Rente ist sicher, hat doch der Blümel gesagt. Und ist sie sicher? Natürlich ist sie da. Das ist die dritte Empfehlung. Und ich empfehle mich jetzt und sage Servus, ciao.